Guten Tag, alle meine Lieben in Europa und sonst wo, wo ihr zuhört. Das Thema heute heißt Tattoos, diese Tätowierungen, die neue Volksseuche. Für mich ist es also eine neue Volksseuche und ich erkläre euch heute, warum ich das so sehe und wo das Problem bei Tattoos denn so liegt. Das wollen wir uns dann mal gemeinsam anschauen. Tattoos selbst. Das Wort Tattoo oder Tatao ist ein Wort, was von den samoanischen Inseln kommt, Tonga, Tahiti und so weiter. Das Wort, wie das Wort zu uns kam, konnte ich nie nirgendwo finden. Ist auch vielleicht gar nicht so wahnsinnig wichtig, wie das Wort zu uns kam. Es ist halt so, Tattoo. Als Kind waren die einzigen, die Tattoos hatten, die ich sehen konnte, ab und zu mal, sogenannte Wilderer, Bauken, Seemänner. Die hatten Tattoos, sonst hatte kein Mensch Tattoos. Die kamen irgendwo zurück von einer Fahrt von Shanghai oder Hongkong und Japan und hatten sich Tattoos verpassen lassen. Meistens auf dem Oberarm irgendwo und meistens war es irgendein Anker oder eine halbnackte Frau oder eine Meerjungfrau, eine Nixe. Das waren so typische Tattoos, meistens auf den Armen, ein bisschen manchmal auch auf der Brust. Und die Leute waren also Aussätzige, das waren keine Normalen, das waren Rabauken, das waren wilde Typen und dafür waren sie bekannt. Aber Tattoos gab es in vielen, vielen Ländern schon seit Jahrhunderten und Jahrtausenden. Vielen ist das nicht klar. Ob das Polynesien ist oder Japan, Korea, Philippinen, sogar in Ägypten, sehen wir gleich, Nordamerika, Südamerika, auch Russland und im Kaukasus, überall gab es Tattoos, überall. Und das ist schon sehr, 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 sehr alt. Hier mal eine Darstellung aus dem alten Japan von Leuten mit Tattoos. Wild, sehr wild, sehr wild. Ich war öfter beim Leben in Japan und es war schon interessant zu sehen, wie die damit umgehen. Was aber auch schon wieder 20, 30 Jahre her ist, dass ich das gesehen habe. Ja, genau. Hier ist eine Darstellung aus Japan, ein bisschen eine historische Aufnahme. Wie die also schon damals in den 1920er Jahren Tattoos über den gesamten Körper hatten. Also nicht nur am Arm oder eine kleine Blume an der Ferse, sondern querfeldbeet überall. Es gab bereits Funde von Tattoos im alten Ägypten, die 3000 Jahre alt sind. Man fand also Mumien, die 3000 Jahre alt sind, mit Tattoos. Ganz erstaunlich, was so allgemein nicht bekannt ist, dass die damals schon Tattoos hatten. Vor 3000 Jahren in Ägypten. Aber das ist das nicht älteste uns Bekannte. Das älteste uns bekannte Tattoo-Wesen war, habt vielleicht schon gehört, von diesem Steinzeitmensch Ötzi, den sie da in den Alpen irgendwo gefunden haben und der heute in einem Museum in Bozen noch immer wohlbehalten ausgestellt ist. Dieser Ötzi also, der also nach Einschätzung 5300 Jahre alt ist, dieser Ötzi war also eingefroren irgendwo in den Bergen und man fand ihn relativ spät. Irgendwann 1991 fand man den. Das Interessante war unter anderem, dass der Tattoos hatte. Vor allen Dingen an den Handgelenken, überall überhaupt an den Gelenken, wo man Beschwerden haben kann. Und man vermutete, dass das auch therapeutische Werte hatte, dass gerade da diese Tattoos waren. Eine Landkarte für medizinische Behandlungen, wo man zugreifen sollte, wenn man dem Mann was Gutes tun wollte. Also das ist das uns älteste bekannte Tattoo auf dieser Welt, 5300 Jahre alt. Im alten Japan waren Tattoos auch Körperschmucke. Später wurden diese Tattoos von kriminellen Banden übernommen. Diese Banden, Yakuza genannt, hatten ganz bestimmte und typische Tätowierungen, mit denen sie sich in bestimmten Kreisen oder Verbindungen zugeordnet haben. Es war dann auch ein bisschen eine Gegensituation, so unter dem Motto Angst und Furcht und Gefahr.
Es waren einfach Banden, die das hatten und als Zugehörigkeit diese Tätowierungen. Es wurde dann 1948 sogar in Japan komplett verboten, weil man glaubte, damit auch dem Bandenwesen Einhalt zu gebieten, was dann nicht aufging, die Rechnung. Aber auch in Japan, wie ich da war, sind heutzutage die Tattoos äußerst beliebt. Hier ein Beispiel von einer Prozession. Schon extrem. Ich habe auch Japan als extremes Land erlebt. Ich war da mehrere Male in den 90er Jahren. Also ich habe das als sehr extrem erlebt, Japan, in der Gesellschaft. Aber darüber wollen wir jetzt nicht sprechen. Das ist ein Thema für irgendwann mal später. Gut. In Polynesien gab es dann sehr, oder gibt es immer noch sehr aufwendige Tattoos, die wo praktisch wie eine Hose, eine Leggingshose über den ganzen Körper gezogen wird, bis zur Hüfte und manchmal noch höher hinaus. Diese Tätowierungen geben dann Auskunft, zu welcher Familie derjenige gehört. So eine Art, man könnte fast sagen, so eine Art Barcode-Zugehörigkeit. Schon wild. Schon wild. Muss ich sagen. Dem einen gefällt's, dem anderen nicht. Egal wie. Aber da sprechen wir dann später noch drüber, wie es damit aussieht. Tattoos könnte also ein Bekenntnis zu einer Zugehörigkeit sein, zum Beispiel eine Volkszugehörigkeit. Oder in einem negativen Sinne eine Brandmarkung. Wenn man solche Tattoos hat, kann das auch zu einer lebenslangen Verpflichtung führen, weil die kann man nicht mehr wegmachen. Wenn man sich dazugehört fühlt, dann muss man das auch dann durchziehen. Dann könnten Tattoos auch als Warnung dienen. Man hat also Strafgefangenen, Gefangenen Tätowierungen verpasst. Damit konnten sie sich nicht so einfach verstecken. Und wenn sie mal entlassen worden sind aus der Gefangenschaft, aus dem Gefängnis, war es dann auch irgendwo eine Art Warnung für den Rest der Menschheit. Achtung, hier kommt jemand daher, der nicht so, mit dem nicht so gut Kirschen essen ist. Tattoos wurden auch im Sklaventum eingesetzt, um zu sagen, du Sklave, du gehörst mir. Und das ist das Zeichen. Man kennt es auch von der Zwangsprostitution, praktisch eine andere Form von Sklaventum. Auch hier wiederum, du bist gebrandmarkt, du hast das Tattoo, du gehörst mir. Ganz klar. So, wenn also die Tattoos als Mitgliedschaft einer Gesellschaft oder einer Gesellschaftsschicht darstellen können, gab es genauso als rituelles Symbol oder auch in religiösen Sinne. In manchen Regionen ist es heute noch so, dass oftmals auf der Innenseite des Handgelenks oder des Arms kleine Kreuze tätowiert werden, als Zugehörigkeit Beispiel zum Christentum. Erstaunlicherweise bis 1990 wurden in Bosnien katholische Mädchen tätowiert. Sie wollten damit versuchen, zu verhindern, dass sie übertreten in den Islam. Man kennzeichnet sie als Katholiken. Als Christen. Neben diesen vielen Möglichkeiten, die wir also jetzt mal erwähnt haben, der Tattoos an Menschen als gesellschaftliche und religiöse Identifizierung, werden Tattoos immer mehr als Modeschmuck, als Modeaccessoire angesehen. Es geht also so weit, dass die Frauen sich die Augenlider tätowieren lassen, damit sie sich die Lidstriche nicht jeden Tag neu ziehen müssen. Praktischer. Okay. Ganz ungefährlich, da sprechen wir gleich drüber. Absolut nicht. Oftmals sind Tattoos auch ein Zeichen von Protest und politischer Stellungnahme, von Opportunismus. Und wir wissen natürlich auch alle, dass im Dritten Reich die Insassen des KZs, denen wurde die Häftlingsnummer auf den Arm tätowiert. Und ich habe in meinem Leben etliche Juden kennengelernt, die in KZs waren und wo ich das dann auch persönlich sehen konnte, neben ihren Geschichten, die sie mir erzählt haben. Gibt es also heute noch genügend Menschen auf diesem Planeten, die in KZs saßen und noch lebend sind und diese Zeichnungen haben. Ich habe dann mal mit jemandem gesprochen, sich die eventuell wegmachen zu lassen. Und die Frau sagte zu mir, nein, ich möchte diese Tätowierung behalten, ich möchte sie zeigen, ich möchte, dass Leute es sehen und verstehen, was passiert ist. Und das, was passiert ist, sollte nicht versteckt werden. Und ich brauche mich nicht zu verstecken, sagte sie. Fand ich also sehr beachtsam.
Das Interessante war dann auch auf der Gegenseite, dass SS-Angehörige eine Achsel, unter der Achsel eine Tätowierung hatten, die SS-Rune, und in vielen Fällen wurden da auch deren Blutgruppen tätowiert. Für den Notfall, dass man also wusste, welche Blutgruppe hat dieses SS-Mitglied. Nachdem also diese Welteroberung und Pläne der Nazis nicht geklappt haben und viele SS-Leute auf der Flucht und gejagt wurden, hat man dann, wenn man einen glaubte, jemanden zu haben, sie gebeten, mal den Arm zu heben, um zu sehen, ob sie die Tätowierungen da haben. Und wenn ja, hatten sie natürlich schlechte Karten, verdientermaßen. Es ist in der Geschichte auch bekannt, dass etliche Kaiser, Könige, Königinnen sich haben tätowieren lassen. Was immer die motiviert haben mag, keine Ahnung, keine Ahnung. Jetzt kommen wir denn mal, nachdem wir die Geschichte mal ein bisschen angeleuchtet haben und die Historie, wo das Ganze sich entwickelt hat und wo es überall zu finden ist, mal über die praktische Tätigkeit des heutigen Tätowierens. In vielen, den meisten, vielleicht allen Ländern, wo tätowiert wird, brauchen die Tätowierer keinen Nachweis ihrer Fähigkeit, keine Prüfung, kein Zertifikat, kein Fachschulabschluss und so weiter, also im Sinne eines wirklichen Berufes. Es gibt das Berufsbild des Tätowierers nicht und somit gibt es auch keine rechtlichen Anforderungen. Was man braucht, ist eine Gewerbeanmeldung für ein paar Mark und je nach Land schaut man ab und zu das Gesundheitsamt durch, um zu sehen, ob die hygienischen Bedingungen okay sind. Was müssen also nun diejenigen, die tätowieren, wissen oder können? Die Antwort ist sehr einfach. Absolut nichts. Sie müssen nichts können, nichts nachweisen. Und was muss man tun, um so einen Laden aufzumachen? Einen Raum anmieten, für 10 Euro Gewerbe anmelden und ein paar Mark investieren in das Equipment, was vielleicht nicht ganz billig ist, aber die Preise, die sie verlangen, sind auch nicht ganz billig. Für mich ist das alles sehr erschreckend und beängstigend. Keinerlei Kontrolle. Dann sollte man vielleicht ein wenig künstlerisch begabt sein, wobei der Begriff künstlerisch Begabung ist ein sehr dehnbarer Begriff. Okay, gut. Für denjenigen, der sich tätowieren lässt, fällt das für mich unter den Begriff der freiwilligen Verstümmelung. Also, ich begehe freiwillig Körperverletzung an mir selbst. Ich lasse das zu. Übereinstimme, schädige meinen Körper. Wie wir schädigen, sehen wir gleich. Das heißt, ich lasse meinen Körper verletzen und es hat keine rechtlichen Konsequenzen für niemanden. Wohl aber gesundheitliche Konsequenzen für den, der sich tätowieren lässt. Dazu gleich mehr. Ich bin einmal in Tattoo-Läden gegangen und habe mich sehr dumm gestellt. Das fällt mir nicht schwer. Bin einfach reingegangen und mein Spruch war dann, meine Tochter will sich tätowieren lassen und ich habe da so meine Bedenken. Gibt es da keine gesundheitlichen, kurzfristigen oder langfristigen Konsequenzen? Fragezeichen. Aber auch alle sagten absolut nicht. Und alle ritten dann auf ihrem sauberen Besteck herum. Auf der Hygiene ihrer Behandlung und der Instrumente. Okay, das ist gut. Aber sie haben absolut keine Ahnung, was da gesundheitlich passiert. Null Ahnung. Oder sie wollen es nicht zugeben. Schwer zu sagen. Die finden nur einfach großartig, was für tolle Künstler sie sind und welche tolle Arbeiten sie dahinlegen. Viele, vielleicht auch die meisten, wollen auch nicht mit Themen und Fakten sich beschäftigen, die einfach nicht in ihr Weltbild passen. Wenn du für eine Sache sehr begeistert bist oder du hängst sogar wirtschaftlich an der Sache dran, möchtest du einfach keine Gegenargumente zur Kenntnis nehmen. Und da unterscheidet sich die Welt halt von den Leuten, die Verantwortung übernehmen für das, was sie tun, und Leute, die keine Verantwortung übernehmen. Das ist alles für mich eine Frage der Berufsethik und der Ethik des Menschen. Wenn ich ein Produkt verkaufe, hier am Beispiel Tätowierungen, habe ich aus meiner Sicht die Verpflichtung, alles, was positiv ist, zu wissen, aber auch alles, was negativ gefährlich sein könnte, in dem Zusammenhang. Sollte ich lernen? Sollte ich wirklich wissen? Um meine Kunden aufzuklären und zu sagen, Leute, achtet bitte darauf.
Und es gibt potenzielle Nachteile. Und dann kann der Kunde abwägen und entscheiden, will ich das tun oder will ich das nicht tun. Aber zumindest hat der Kunde die Informationen bekommen, dass es da Nachteile geben könnte. Nachteile gibt. Nicht könnte, die gibt es einfach. Da sprechen wir jetzt drüber. Also, was passiert denn da genau beim Tätowieren? Ich muss vorausschicken, dass ich als Lebensberater, ich bin kein Arzt, ich kann keinen medizinischen Rat geben, als Lebensberater versuche ich alles, dass die Leute gesund leben, gesünder werden, ihr Leben verbessern. Dazu gehört unter anderem, da wir alle vergiftet sind, wir sind alle toxisch, wir sind alle vergiftet. Jeden Tag ziehen wir uns die Giftstoffe rein. Im größeren oder kleineren Maße. Da machen wir eine andere Sendung mal drüber. Wir versuchen also alles Mögliche, damit die Leute sich entgiften, Schwermetalle aus dem Körper rausleiten und so weiter, ohne die es keine Gesundung gibt. Wenn wir vorher von alten, jetzt kommen natürlich diese Tätowierer und sagen, ja, siehst du mal, im alten Japan und China haben die sich schon alle tätowiert und so weiter und so weiter und so weiter. Ne? Ja, stimmt. Aber der Unterschied ist, die haben Naturfarben benutzt. Heute ist dem nicht mehr so. Heute werden Farben von der Autolackindustrie eingesetzt. Autolacke und Farben von der Druckindustrie. Also alles Farben voll mit Schwermetallen und anderen Giftstoffen. Dazu kommen dann noch Rußanteile, die auch giftig sind. Also sozusagen, ich versuche den Leuten zu helfen, sich zu entgiften. Und diese Gruppe geht hin und vergiftet sich, sagen wir mal bewusst. Ob ihnen das klar ist, weiß ich nicht, aber sie vergiften sich. Regelrecht vergiften sich. Wenn ich das einem Mitarbeiter antun würde, könnte der mich vor Gericht ziehen und ich würde meine Lizenz verlieren, ich würde meinen Job verlieren, würde mein Geschäft verlieren, wenn ich Leute zwangshaft vergifte. Die Leute werden vergiftet. Punkt aus. Alle diese Farben entsprechen keinen Gesundheitsnormen. Absolut nicht. Diese Materialien beinhalten Zink, Cadmium, Nickel und vieles mehr. Die sind in den Farbstoffen drin. Vermutlich auch Bleianteile. Klar sollten diese Materialien absolut in keinem Körper sein. Aber hier werden sie direkt reingepresst. Und eins kann ich euch versichern, alle diese Farben kommen nicht von einem Biobauernhof. Sie sind nicht biologisch dynamisch. Was passiert jetzt, wenn tätowiert wird? Wenn tätowiert wird, gibt es jede Sekunde 120 Nadelstiche, die die Farben 1 bis 3 mm tief in die Haut einführen. 120 Nadelstiche in der Sekunde. Das muss man sich mal vorstellen. So. Und wenn das gemacht wird, hier ist mal eine Aufnahme, wie solche Geräte aussehen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch Tätowierungen hat oder mal in so einem Laden war. So sehen dann diese Gerätschaften aus, die denn dort gezeigt werden, an denen gearbeitet wird. Gut. Nachdem also die 120 Nadelstiche pro Sekunde mit der Farbe eingeführt worden sind, entstehen sofort Entzündungen. Sofort. Ist vollkommen klar. Der Körper wird geschädigt. Es entstehen Entzündungen. Diese Entzündungen können mehrere Tage oder Wochen anhalten und klingen dann irgendwann ab. Das ist der einfache Teil, weil es sehr offensichtlich ist. Offensichtlich Entzündungen. Das wird billigend in Kauf genommen. Jetzt muss man wissen, wie das Immunsystem generell auf solche Angriffe im Körper reagiert. Beispiel. Du ziehst dir einen Spreißer in den Finger. Ist uns allen schon passiert. In Bruchteilen von Sekunden erkennt das Immunsystem, hier ist ein Fremdkörper, der nicht hierhin gehört. Das Abwehrsystem des Körpers entsendet sofort weiße Blutkörperchen zu Tausenden, Millionen zur Bekämpfung dieser Fremdteile.
Der Job ist, die Fremdteile aus dem Körper rauszubekommen. In dieser Schlacht der weißen Blutkörperchen gegen diesen Holzsplinter sterben denn Millionen von weißen Blutkörperchen. Und diese toten weißen Blutkörperchen wird dann bezeichnet als Eiter. Eiter ist also nichts anderes als weiße tote Blutkörperchen. Durch den Vorgang des Tätowierens dringen nun tausende von Farbpartikeln in den Körper. Die dringen ein, die nicht dorthin gehören. Das Immunsystem erkennt sofort, hier ist also Kampf angesagt. Ein Teil der Farbe bleibt in der Haut, wie vorgesehen, um das Bild zu erstellen. Aber man schätzt, dass ca. 30% der Farbe, vor allen Dingen der flüssige Anteil, in den Körper abwandert. Das Immunsystem erkennt diese Fremdstoffe und versucht, diese Fremdstoffe einzukapseln. Die sogenannten Makrophagen versuchen, die einzukapseln, die weißen Blutkörperchen. Und die Schadstoffe landen im Endeffekt in den Lymphknoten, in denen denn diese Stoffe vermutlich für den Rest des Lebens bleiben werden. Nun, dieser einfache Teil der Entzündung, aber jetzt dieser Teil, dass diese Farbstoffe im Körper, denn im Lymphsystem enden, ist katastrophal. Das Lymphsystem ist die Basis für unser Immunsystem. Und jetzt ist man hingegangen und hat mal interessanterweise bei Verstorbenen, die tätowiert waren, Lymphknoten entfernt und aufgeschnitten. Man kann also hier zum Beispiel sehen, wie jemand, der grüne und gelbe Farbanteile in seiner Tätowierung hatte, diese grüne und Farbanteile und gelbe in den Lymphknoten sind. Die Lymphknoten sind praktisch farbig. Sie sind jetzt gelb und grün. Da sitzen die Farbanteile. Die sind nicht aus dem Körper rausgekommen. Manche sind sicherlich rausgekommen, aber nicht alle. Und die Lymphknoten sind jetzt voll mit diesen Farbanteilen. Vermutlich für den Rest des Lebens. Schwer zu sagen, wir wissen es nicht genau. Weil langfristige Untersuchungen über 30, 40 Jahre hat es jetzt nicht gegeben, die sollten passieren. Damit in 30, 40 Jahren die Leute eventuell aufwachen und sagen, ach du Mist, was haben wir hier angefangen? Es weiß praktisch keiner oder die wenigsten. Hier ein Beispiel eines einen Lymphknoten, wo der Tätowierte überwiegend schwarze Farbanteile in der Tätowierung hatte. Konsequenterweise, logisch, sind diese Lymphknoten jetzt schwarz. Sollte eigentlich jeden erschrecken, der sich das anschaut. Es ist schon brutal, in meiner Meinung nach. Gut. Es gibt keine Langzeitstudien über den Umfang und die Konsequenzen. Ich wüsste auch gar nicht, welche Institution das wirklich interessiert und die auch dann was unternehmen würden. Schaut sich niemand an, lass es einfach ruhen, ist egal. Nach meiner Meinung müsste man morgen sofort alle Tattoo-Studios schließen. Wenn ein konventioneller Arzt das seinen Patienten antun würde in der Praxis, dem würden sie die Bude über Nacht dicht machen. Ist für mich keine Frage. Jedes Krankenhaus wurde dicht gemacht. Die Leute kämen vor Gericht wegen Körperverletzung, vorsätzlicher Körperverletzung. Keine Sau kümmert sich darum. Es ist in meiner Meinung strafbar, strafbare Handlungen. Dass die Leute, die da tätowieren, das selbst oft gar nicht wissen, heißt ja nicht, dass es in Ordnung ist, nach meiner Meinung. Gut, aber so denke ich. Also es gibt den kurzzeitigen Effekt der Entzündung, es gibt den Langzeitgesundheitseffekt für das gesamte Immunsystem.
Es gibt Langzeiteffekte, keine Frage. Ein Immunsystem kann so nicht geschädigt werden, ohne Konsequenzen für den Körper. Und wenn wir versuchen, Chemikalien rauszubekommen, ziehen diese Leute sich geradezu rein. Und wenn ich dann noch Leute sehe, die tätowiert sind und in Bioladen einkaufen gehen, um sich gesund zu ernähren, dann kann ich eigentlich, weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. So viel Schwachsinn auf einmal. Wir können nicht gegen die Natur leben. Wir glauben, wir können es tun, wir können permanent tun, was wir wollen, und wir zahlen keine Strafe. Wenn Gott gewollt hätte, dass wir Tattoos haben, dann wären wir mit denen auf die Welt gekommen. Und dann sagen die Leute dann zu mir, ich verstehe nicht, warum ich krank bin. Ich habe immer so gesund gelebt. Na, scheinbar nicht. Sonst würdest du nicht krank werden. Der Körper nimmt Schaden, absolut keine Frage. Problem ist natürlich auch ganz klar, dass der Verbraucher nicht aufgeklärt wird. Das heißt, eine Aufklärung der Leute, die sich potenziell tätowieren lassen, gibt es nicht. Auf der anderen Seite, wenn ich mit Leuten spreche, die sich tätowieren lassen und lassen wollen, lehnen es natürlich alle ab, sich das anzuschauen und denken, dass ich spinne. Jeder dritte Mensch stirbt heute an Krebs. Die Zahl wird zunehmend verschlimmern. Wir können nicht den Körper vergewaltigen in allen möglichen Giftstoffen, elektromagnetischen Strahlungen, Mobiltelefon, WLAN, schlechtem Wasser, mangelnder Qualität der Nahrung und dann auch noch Tattoos da oben drauf. Und das alles ohne Folgen für den Zustand der Gesundheit. Leute, wer träumt denn da vor sich hin? Das ist eine geisteskranke Gesellschaft, die alle diese Dinge ignoriert. Es ist unmöglich. Wir ignorieren das. Wir schauen uns ein paar Tierarten an und sagen, oh, die sind vom Aussterben bedroht. Ja. Aber sie sind vom Aussterben bedroht, weil wir sie aussterben. Zwingen zum Aussterben. Aber schau mal in den Spiegel. Das Perverse ist, wir sind die Spezies, die am stärksten vom Aussterben bedroht ist, von allen. Wir tun es uns selbst an. Wir sehen es nur noch nicht. Es kommt. Mit voller Macht. Die Anzeichen, sie werden immer größer und immer stärker und können immer weniger ignoriert werden. Sie werden dann wegdiskutiert und wegrationalisiert mit allen möglichen Argumenten. Es läuft nicht so, Leute. Diejenigen, die ab und zu mal meine Workshops und Seminare besucht haben, kennen meinen Grabstein. Oder den Grabstein, den ich für euch ausgesucht habe. Der Mensch. Ausgestorben, weil er glaubte, die Gesetze der Natur gelten nicht für ihn. Wie bescheuert können wir denn sein, dass wir glauben, wir können alles tun? Wir können Pflanzen, das Meer kaputt machen, die Böden, Giftstoffe, Mikroplastik im Essen, im Wasser, im Meer, im Boden. Wir können das alles machen, den Körper vergewaltigen bis zur Unerkennlichkeit und dann glauben wir, wir kommen durch damit. Das ist doch geisteskrank. Ich bezeichne das als geisteskrank. So, das ist der Tattoo-Vorgang. Aber neben der Vergiftung durch die Gifte der Tattoos gibt es noch den Umstand der Verletzung der Haut und des Bindegewebes. Wenn die Nadeln dort einstechen, wird die Haut verletzt und das Bindegewebe. Jetzt sollte man wissen, dass wir im Körper, in den Bindegeweben, durch den gesamten Körper feinste elektrische Ströme haben, die zur Natur der Körperfunktion gehören. Sie fließen durch die Bindegewebe. Dieser Energiefluss wird durch die Tattoos unterbrochen, wie auch alle Nerven diesen Energiefluss unterbrechen. Und alles das wirkt natürlich gegen die Gesundheit. Dann gibt es natürlich die Infektionsgefahr der Tattoos. Vor allen Dingen in den ersten Tagen und Wochen ist die Infektionsgefahr sehr groß. Du hast offene Wunden, ganz feine Löcher in der Haut. Du gehst ins Schwimmbad oder sonst irgendwo hin und ziehst dir die Bakterien rein, natürlich in die offenen Wunden. Wie groß ist nun der Anteil der Menschen, die sich tätowieren lassen? Niemand weiß Genaues, es wird wohl keine verlässlichen Zahlen geben. Die Zahl ist insgesamt, nach meinen Beobachtungen seit 2010,
stark angestiegen. Und nach meinen Beobachtungen ist die Anzahl der Tätowierten in den letzten 3-4 Jahren absolut dramatisch angestiegen. Dramatisch. Und dies nicht nur bei Minderjährigen, Jugendlichen, Menschen im Mittelalter, aber zunehmend sehe ich es auch sogar bei der absolut älteren Generation. Keine Grenzen. Aus meiner Sicht nimmt die Zahl immerhin noch weiter zu und es ist kein Ende in Sicht. Deswegen bezeichne ich ja die Tätowierungen als die neue Volksseuche. Gleich wie viele es momentan sind, es werden immer mehr. Ich war neulich im Wasserpark mit meinen Jungs und ich achtete mal darauf, wie viele Besucher, die da an mir vorbeischwammen, tätowiert waren. Nach 1-2 Minuten war es ziemlich eindeutig. Es waren da so um die 30% der Leute, die vorbeikamen, waren tätowiert. Ist die Zahl repräsentativ? Ich weiß es nicht. Aber ich gehe durch das Stadtbild, ich gehe einkaufen, ich stehe irgendwo an der Ladenkasse. Es ist überwältigend. Und es ist nicht mal eine kleine Rose an der Ferse. Viele Körperteile sind geradezu flächendeckend übersät. Und dann sollte man an dieser Stelle geschwind anmerken, dass Tattoos ja nicht gerade billig sind. So sollte man das Thema Tattoos auf 4 verschiedene Ebenen betrachten. Wir haben uns Bereiche angeschaut, geschichtliche Ebene, die gesellschaftliche Ebene, die gesundheitliche Ebene. Was verbleibt, ist die psychologische Ebene. Die Frage drängt sich einem auf, was treibt die Menschen also dazu, sich tätowieren zu lassen? Und das, was ich jetzt sage, ist meine ganz persönliche Meinung. Ich nehme mir die Freiheit, die auszudrücken. Jeder Mensch hat eine Wertigkeit. Jeder Mensch. Das Problem ist, dass vielen das nicht von sich selbst glauben. Sie glauben nicht, dass sie wertvoll sind. Sie wurden typischerweise in den meisten Fällen von Kindheit an abgewertet. Meistens leider von den Eltern. Was immer die Eltern auf die Kinder losließen. Du bist ein Versager, du bist nichts wert, du bist hässlich, bla 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 bla. Und wie ich das seit Jahren in meinen Seminaren erwähne, die Eltern sind oft die schlechtesten Freunde. Ich erlebe das permanent, wenn ich mich umschaue und erlebe, wie Eltern mit Kindern umgehen. Sie demütigen, sie innerlich und äußerlich verletzen. Mir selbst ist das Gott sei Dank nicht passiert. Aber ich habe das bei anderen beobachtet, auch sogar in meiner eigenen Familie. Ich gehe mit recht offenen Ohren und Augen durch die Welt und erlebe jeden Tag da draußen, was da passiert. Das Verhältnis von Kindern zu Eltern und Eltern zu Kindern. Ich weiß, von was ich rede. Nach meiner persönlichen Meinung wird niemand als Mörder oder Kinderschänder geboren. Niemand wird als Mörder oder Kinderschänder geboren. Menschen werden durch körperliche und oder mentale Misshandlungen konditioniert, dann irgendwann Mörder und Kinderschänder zu sein. Aber das war nicht Gott gegeben. Nun steht also die Motivation im Raum, warum sich die Leute tätowieren lassen. Ich denke, dass es in vielen Fällen an der soeben beschriebenen Abwertung ihrer Person liegt. Sie mögen im Glauben sein, dass sie mit Tattoos interessanter, wertvoller, schöner sind. Es liegt der Gedanke nahe, von sich selbst abzulenken. Sie wollen oder können nicht sich selbst sein. Sie wollen vielleicht auch jemand anders sein. Sozusagen ein Maskenkarneval auf Lebenszeiten. Manche wollen auch vielleicht besonders raubeinig und stark erscheinen. Ob das Männer oder Frauen sind, schau mal, wie zäh ich bin. Vielleicht auch andere abschrecken. Den anderen mal Angst machen, nachdem man mir so viel Angst angetan hat. Und es gibt weniger Freiraum mehr auf dem Körperbefehlen. Ganze Körperflächen werden tätowiert. Also nicht mal eine kleine Zeichnung. Und inzwischen denke ich, dass es bei vielen sogar zu einem Suchtverhalten gekommen ist. Die Sucht nach immer mehr Tätowierungen, wo ist noch ein freier Platz? Es ist für mich auch eindeutig, dass die meisten die Tattoos nicht für sich selbst wirklich machen, zum Anschauen, für die Optik. Viele Tattoos, die getragen werden,
vielleicht die meisten, kann die Person ja selbst nie sehen. Was soll's? Wenn ich mir ein Bild kaufe oder die Wand hänge im Wohnzimmer, kann ich das mir jeden Tag anschauen. Diese Tattoo-Kunstwerke sind auf dem Rücken, Nacken, Waden. Und andere, die hinter dir gehen und stehen, sehen es. Aber du selbst nicht. Und selbst wenn du sie vorne hast, auf der Brust oder auf den Schenkeln, sind sie kaum zu sehen aus dem Blickwinkel heraus. Du siehst ja nicht mal im schrägen Winkel, was ist denn da genau. Du weißt, was es ist, aber wie hier zum Beispiel auf dem Rücken, das siehst du selbst ja nie. Es sei denn, du verschränkst dich kreuzweise vor einem Spiegel mal für einen Moment. Wer macht das schon? In meiner Dafürhalten wird es für andere gemacht. Und damit andere dich interessant finden. Und wenn du Schriften hast und du dich vor den Spiegel stellst, kannst du sie noch nicht mal lesen. Sind ja alle spiegelverkehrt. Also das Argument, ich tue das für mich als Freude an der Kunst, halte ich für ein vorgeschobenes Argument. Zumindest in vielen Fällen, vielleicht in den meisten Fällen oder sogar in fast allen Fällen. Du tust es nicht für dich, an der Freude an der künstlerischen Darstellung. Du tust es vermutlich, weil dein Ego was braucht, weil du selbst nicht an dich glaubst, dass du schön bist, so wie du bist. Du willst andere beeindrucken oder beängstigen. Und dann gibt es dieses andere Thema, was für mich genauso gravierend und schwerwiegend ist. Was ist bitte sehr mit den Kindern, 2, 3, 4, 5 Jahre alt, die sich täglich die Tätowierung ihrer Eltern anschauen müssen? Welche Auswirkungen haben diese wohl auf die Psyche und die Gefühlswelt der Kinder? Und es sind für mich sehr arme Kinder, deren Eltern die Tattoos mit zum Teil Horrorszenen, Totenköpfen, Dämonen, den Kindern permanent um die Ohren hauen und um die Augen hauen. Den Rest ihres Lebens müssen die Kinder sich das anschauen. Und selbst andere Motive, wenn sie nicht gerade Dämonen und Teufel sind, sind oft skurril und fragwürdig und düster. Ich kann nicht nachvollziehen, was in so einem Kind vorgeht, das mit diesen Dingen groß wird, wenn es seine Eltern mit diesen Abbildungen permanent sieht. Permanent. Und diese vermeintlich langfristigen mentalen Schäden für die Kinder? Wo bleibt da der Kinderschutz? Wer schützt die Kinder vor dem Schwachsinn der Eltern? Und welche Entwicklungen machen die Kinder wohl durch hinsichtlich der Idee von der Schönheit, der Ästhetik von Dingen? Die Eltern halten das natürlich für schön, für ästhetisch. Kann ich mir schönere Bilder für die Kinder vorstellen, die die Kinder selber malen, an die Wand, auf ein Blatt Papier. Schönheit ist ein dehnbarer Begriff. Alles, wie man sagt, über Geschmack kann man wohl nicht diskutieren. Früher sagte man jedoch, Eltern sollten mit einem guten Beispiel vorangehen. Nochmals, Eltern sollten mit einem guten Beispiel vorangehen. Wenn dann das gute Beispiel ist, gute Nacht, Marie. Aber so wie es scheint, interessiert es die Eltern einen Scheiß. Wirklich im geringsten interessiert das die nicht, welche Auswirkungen das auf das Kind haben könnte. Meine Bitte also an euch, sich zu überlegen, sich zweimal zu überlegen, sich tätowieren zu lassen, falls es nicht schon passiert ist, dann bitte nicht mehr noch. Vielleicht auch Einflüsse zu nehmen auf Kinder und Enkelkinder, dies eben nicht zu tun. Was natürlich schwer ist oft, weil speziell die junge Generation in Gruppen, junge Gruppen heranwachsen, die viele Tattoos haben und vielleicht inzwischen sogar schon ein Statussymbol ist, dabei zu sein. Es ist schwer, Kinder zu bewegen, es nicht zu tun oder andere Menschen. Aber es ist wert, darüber nachzudenken und es zumindest zu versuchen. Nun sind die Tattoos geschehen. Es gibt die Möglichkeit, die Entfernung der Tattoos. Ähm,
Das ist natürlich ein Thema für sich, die Entfernung der Tattoos. Das hängt oft zusammen damit, dass die Leute haben sich einen Namen tätowieren lassen, der nicht mehr aktuell ist. Manche Leute schämen sich auch inzwischen älter und vielleicht etwas reifer geworden, dass sie in der Jugend etwas gemacht haben, was sie selbst als Jugendsünde bezeichnen. Ich habe viele Leute getroffen, die mir gesagt haben, das war eine so eine Jugendsünde. Hätte ich das doch bloß nie gemacht. Nun, das Entfernen der Tattoos ist nicht gerade billig. Und ich höre, dass es sehr schmerzhaft ist. Schmerzhafter, als sich Tattoos verpassen zu lassen. Und in vielen Fällen verbleiben auch Narben. Jetzt gibt es da eine Lasertechnologie, unter anderem, vielleicht gibt es auch mehr, diese Tattoos zu entfernen. Diese Laser sozusagen zerplatzen die Tattoos auf der Haut. Tattoos werden regelrecht gesprengt. Und dann haben wir natürlich das gleiche Problem wieder, dass die Giftstoffe wieder zum großen Teil im Lymphsystem enden werden. Wie bei der Tätowierung. Bei der Entfernung gibt es Nachschlag. Einfach die Tätowierungen mit Laser zu entfernen, verlangt eine harte Entscheidung. Gut, verstehe ich. Es gibt dann eine sehr, sehr interessante neue Möglichkeit, die Lasertätowierung nicht anzuwenden, weil es schmerzhaft ist und problematisch und teuer. Aber die Idee, die gesamte Tätowierung abzudecken. Da gibt es also diese berühmte Tätowiererin, die heißt Kat Von D. Und die hat die an sich selbst demonstriert. Wie macht sie das? Na gut, sie geht einfach hin und hat das Bein genommen und alles schwarz tätowiert, um diese vorigen Tätowierungen nicht mehr sehen zu müssen. Das ist natürlich auch eine Lösung. Eine interessante Lösung, wie ich denke. Und sie sagt, dass sie froh ist, ihre Müll- und betrunkenen Tattoos mit neuer Verdunklungstinte abgedeckt zu haben. Also, Müll weg, neuer Müll drüber. Das ist ihre Methode. Sie ist sehr bekannt, man findet sie im Internet und so weiter. Kat Von D heißt sie. Dann habe ich noch einen praktischen Vorschlag an alle. Wenn ihr euch tätowieren lasst, dann nehmt bitte nicht den Namen der Freundin, des zukünftigen Ehemannes, Peter oder Maria. Macht das nicht. Nehmt Mausi, Mauselbär, mein Baby, mein Liebling, was immer. Weil diese Namen haben eine lange Lebenshaltungsdauer. Wenn du dir Peter drauf machst und nach 5 Jahren ist Peter nicht mehr aktuell, nach der zweiten, dritten, vierten Scheidung, dann noch jahrelang deines Lebens mit Peter auf dem Arm rumzulaufen, kann schon mal etwas demotivierend und deprimierend sein. Also lieber neutrale Namen, die haben eine lange Verfallsdatum. Das macht sie etwas mehr bezahlt. Entschuldige, aber ich kann das nur so sehen. Jetzt ist denn auch so, dass Leute, die sich haben tätowieren lassen, sehr eng zusammenhängen mit anderen, die sich tätowieren lassen, wie eine Interessensgruppe. Und ich sehe kaum Eheleute, wo nur einer tätowiert ist. Meistens sind es dann beide. Und ich sehe aber auch, dass Leute, die sich tätowieren lassen, einen Hang haben, sich zu piercen. Bevor wir jetzt damit anfangen, lasse ich mal kurz schauen, ob es da Fragen gibt. Okay. Keine Fragen, keine Bemerkungen. In Ordnung. Das ist in Ordnung.
Man kann sich das Thema Tattoos nicht anschauen, ohne das Thema Piercing anzusprechen. Also Piercing heißt das Anbringen von Metallringen und Teilen durch die Haut. Es ist prinzipiell schlecht, den Körper mit egal welchen Metallen zu behaften. Metalle sollten vom Körper wegbleiben, wenn möglich jegliche Metalle in jeder Beziehung. Der Körper hat einen natürlichen Fluss von feinsten elektrischen Strom, Energiefelder. Speziell auch, wie bereits gesagt, in den Bindegeweben der Haut. Und die Metallteile an und im Körper bringen den natürlichen Fluss dieser feinsten elektrischen Ströme aus der Ordnung. Bei der Tätowierung wird die Haut durch das Bindegewebe wie beim Piercing auch verletzt. Dieser Energiefluss wird unterbrochen auch durch das Piercing, nicht nur das Tätowieren. Alle Narben unterbrechen diesen Energiefluss in der Haut. In den ersten Tagen und Wochen wie bei der Tätowierung ist das Piercing bedroht von Infektion. Du hast wieder mal zunächst offene Wunden, du hast ja Löcher in der Haut. Erlaub mir an dieser Stelle etwas genauer auf die Möglichkeiten der Schäden für deine Gesundheit einzugehen, da ich der Meinung bin, dass dies für viele Betroffene lebenswichtig sein könnte. Das Thema ist mal wieder völlig unterschätzt und unverstanden von den meisten Ärzten und denen nicht einmal bekannt, wie so vieles. Die Nadeln verursachen, wie besprochen, Narben und Narben erzeugen Störfelder an deinem Körper, wie bereits erwähnt. Laut diversen deutschen Forschungsberichten gibt es eine Liste einiger der Beschwerden, die nachweislich durch Narben verursacht werden oder die zumindest dazu beitragen zur Krankheit. Und ich gebe dir hier mal eine Liste, die muss ich mir gleich ablesen, das sind so viele. Kopfschmerzen, Migräne, Allergien, Verwirrung, Schwindel, Heuschnupfen, Asthma, chronische Schmerzen, chronische Müdigkeit, Gallenblasenerkrankungen, Ekzeme, Durchblutungsstörungen, Blasenfunktionsstörungen, Herzerkrankungen, Hauterkrankungen, Geschwüre, Menstruationsbeschwerden, Hämorrhoiden, Depression, Schwindel, Ohrenprobleme, hormonelle Ungleichgewichte und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist nur mal ein Auszug daraus. Was heißt das im Endeffekt? Das heißt im Endeffekt, dass die Konsequenzen alles sein können. Es gibt nicht nur eine bestimmte Konsequenz. Es kann sich irgendwo im Körper auf irgendeine Art niederschlagen. Oft da, wo du deine schwächste Stelle in deinem Körper hast, die empfindlichste Stelle. Und die meisten Ärzte schauen natürlich nicht danach, weil sie verstehen ja nichts davon. Und du hast irgendein Krankheitssymptom und sie denken an alles Mögliche und behandeln alles Mögliche, aber nicht als Folgen von den Tattoofarben. Sind Tattoofarben krebserregend? Wie ich bereits erwähnt habe, die Tätowierfarbe enthält schädliche und giftige Verbindungen. Diverse Umweltschutzbehörden stufen diese als krebserregend ein. Man kann mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass Tätowierfarbe krebserregend sein kann. Die möglichen Nebenwirkungen von Autolacken sind unter anderem Entzündung und Erkrankung der Atemwege, Hautausschläge und Entzündungen, allergische Reaktionen, alles mögliche Folgen von Autolacken, Nerven- und Gehirnschäden, Übelkeit, Organversagen, Kopfschmerzen, Erbrechen. Das sind alles mögliche Folgen von diesen Autolackfarben. Lass mich bitte zusammenfassen, über was es hier geht. Die für die Tattoos verwendeten toxischen Verbindungen und die Narben führen zu oxidativem Stress, die wiederum zu Entzündungen führen. Keine Frage, das ist eben so. Die Entzündungen schädigen die Zellen sowie das Immunsystem schlechthin, was dann zu Krebs und anderen Krankheiten führen kann. Wie bereits vorher angedeutet, ich bin der Meinung, dass Tattoos als geschäftliche Tätigkeit verboten gehören und als schwere Körperverletzung geahndet werden sollen. Jawohl, schwere Körperverletzung, das ist meine Meinung. Die weitergehende Frage ist dann, wer kommt für die Behandlungskosten der Geschädigten auf? Und wer unbedingt Tattoos haben will, soll sich dies bitte selbst als Selbstverstümmelung selbst zufügen. Gut, das ist der Bereich wirklich Krankheit und die Folgen von nicht nur Tattoos, aber auch von den Metallteilen im Körper. Man sollte überhaupt keine Metallteile im Körper haben, weder in den Zähnen noch in der Haut
nach Santorum. Dann gibt es noch einen kleinen Bereich, den ich dringend erwähnen sollte, der ein bisschen esoterisch ist. Manche sagen, dass diese Tattoos, besonders wenn es Bilder sind, die dämonische, teuflische, destruktive Darstellungen sind, dass genau diese Bilder dies in die Person reinziehen, die Tür öffnen für dämonische Absichten. Das mag manchen zu weit gehen, das ist okay, aber es sollte mal an dieser Stelle gesagt werden, dass das durchaus möglich ist. Ich halte es für wahrscheinlich unmöglich. Okay. Was bei dem Thema Piercing noch erschwerend dazukommt, ist das Thema der chinesischen Akupunktur. Jetzt werden viele sagen, was hat das mit Piercing zu tun? Ich versuche es euch schnell darzulegen. Ich habe keine Möglichkeit, jetzt in dieser Sendung euch, was ich mal irgendwann machen werde, die Grundbegriffe der chinesischen Medizin nahezubringen, so wie ich sie erlebt habe. Aber man muss einfach wissen, dass, das ist ein Modell hier, dass der Körper ca. 400 Akupunkturpunkte hat. Ca. 400 Akupunkturpunkte gibt es im Körper. So, was ist jetzt die Aufgabe der Akupunktur? Die Aufgabe der Akupunktur ist es, den Energiefluss zwischen Akupunkturpunkten wieder zu rehabilitieren. Wenn da also ein Energieblock stattfindet, reizt man die Akupunkturpunkte, damit die Energie wieder frei fließt. Also Beispiel, du hast hier am Arm, hier ist der Energiepunkt für Immunsystem und hier ist der zweite. Also hast du hier zwei Energiepunkte für Immunsystem. Wenn ich jetzt diese beiden Energiepunkte durch Akupunktur reize, dann wird die Energie, die dazwischen sich geblockt hat, einfach freigesetzt wieder und Energie kann wieder frei fließen und führt zur Gesundung. Das ist das Ziel der Akupunktur. Jetzt muss man also wissen, dass der Mensch diese 400 Akupunkturpunkte hat. Hier ist mal ein Beispiel, damit man das plastisch nochmal sieht. Wie diese sogenannten Meridiane, ich bezeichne die als die Hochstraßen der Energie, die Werte, dass diese Meridiane, da sind die Akupunkturpunkte dran, die werden behandelt. So, was hat das jetzt mit Piercing zu tun? Wenn ich jetzt den Körper, die Haut pierce, dann riskiere ich, dass ich einen solchen Akupunkturpunkt treffe. Und wenn ich diesen treffe, diesen Akupunkturpunkt, dann habe ich eine permanente Reizung dieses Akupunkturpunktes, was nicht in der chinesischen Medizin gewollt ist. Das Akupunktieren ist kurzfristige Aktion, aber keine langfristige, Monate, jahrelange, jahrzehntelange Behandlung dieses Akupunkturpunktes. Das kann zu Übersteuerung führen, praktisch zu einem viel zu großen Aufladen der Energie oder dieses Energieflusses auf diesem Akupunkturpunkt, auf diesem Meridian, halte ich für höchstgradig negativ. Und was manche nicht wissen, dass das Ohr, wo sich halt viele Leute einige Nadeln, einige Piercings versetzen lassen, voll ist von Akupunkturpunkten. Die Akupunkturpunkte sind nicht nur am Körper so selbst, sondern am Ohr. Hier ist mal ein Beispiel. Hier sieht man am Ohr, wie viele Akupunkturpunkte da sitzen. Alle möglichen Akupunkturpunkte für das Knie, für die Hüfte, für die Zehen, für die Augen, für das Nervensystem, für die Haut, die Schulter, das Kiefer. Alle dacht sind Akupunkturpunkte am Ohr. Die sind alle im Ohr. So die Wahrscheinlichkeit, wenn ich mir jetzt Ohrringe versetzen lasse, dass ich mit diesen Ohrringen einen oder mehrere dieser Akupunkturpunkte drangsaliere, erwische, ist
millionenfach größer als im Lotto zu gewinnen. Ich werde vermutlich einen Akupunkturpunkt erwischen. Oder mehrere. Und das hat gesundheitliche Konsequenzen. Und daher meine Grundaussage, und da gehen wir nicht weiter tief in die chinesische Medizin drauf ein, das ist eben so. Absolut kein Piercing, egal wo am Körper. Absolut null Piercing. Jedes Piercing verschlechtert die gesundheitliche Kondition eines Körpers. Keine Frage für mich. Absolut keine Frage für mich. Dass die meisten Ärzte das nicht wissen oder das nicht sagen, interessiert mich darüber wieder mal keinen Deut. Ich höre eh nicht auf diese 95-98% Schwachsinnigen. Piercing ist höchstgradig schlecht, so wie Tätowieren. Es ist höchstgradig schlecht. Und wenn es dann zusammenkommt, dann kann das ungefähr so aussehen. Genau. Piercing und Körperteile manipulieren und tätowieren. Das ist schon ein harter Gangart. Nicht jedermanns Geschmack. Gut, meine Lieben. Dann sind wir auch schon bald am Ende. Dass ich euch alles das gesagt habe, was ich über Piercing und Tätowierungen recherchiert habe und mir über die Jahre angesehen habe. Ich versuche, meinen Beitrag beizusteuern, dass die Welt etwas gesünder wird. Mental, physikalisch und psychisch. Ich gebe mein Bestes. Es geht mir allerdings nicht gut dabei, wenn ich die enorme Menge der Menschen sehe, die sich tätowieren lassen. Und denen nicht ganz klar ist, was sie sich damit antun. Diese Sendung war speziell ein inneres Anliegen für mich, den Menschen das mitzuteilen, was ich zusammengestellt habe, weil dieses Thema offiziell kaum richtig besprochen wird. Das müsste man in der Grundschule lehren, wie viele andere Dinge, die in der Grundschule nicht gelehrt werden. Was ist gesundes Wasser? Was sind elektromagnetische Strahlungen? Was sind gute menschliche Beziehungen? Was ist gute Kommunikation? Was ist moralisch? Was ist ethisch? Was ist Eigenverantwortung? Piercing und Tattoos sollten in jeder Grundschule gelernt werden, was damit auf sich hat. Während man eventuell darüber nachdenkt, laut diese Tattoos offiziell zu verbieten. Und leider, wie gesagt, sehe ich bei vielen Menschen ein reines Suchtverhalten. Mit einer kleinen Rose auf der Ferse bleibt es nicht beim Tätowieren. Die meisten machen mehr und mehr und mehr. Und deshalb, wie gesagt, ist es für mich eine Volksseuche. Ich werde in einer Minute die Show beenden. Nochmal schnell nachsehen, gibt es noch Fragen, Kommentare dazu? Nein? Gut. Dann nehme ich das so zur Kenntnis, dass ihr alle hoffentlich zufrieden seid. Es war auch das kürzeste Webinar, was ich je in meinem Leben gemacht habe bislang. Und ich denke, ich habe alles auf den Nenner gebracht. Ich hoffe es zumindest. Dann möchte ich die Sendung beenden. Wir sprachen eben von dieser Frau, dieser Tätowierungskünstlerin. Da sprachen wir davon. Und diese Tätowierungskünstlerin, Kat Von D, hat ein Zitat, mit dem ich diese Show beenden möchte. Sie sagt, bevor jemand anfängt zu kritisieren, ermutige ich dich daran zu erinnern, dass es in Ordnung ist, Dinge nicht zu mögen oder gar zu verstehen. Ich danke ihr, dass sie mich daran erinnert hat, dass es in Ordnung ist, dass ich Dinge nicht mag, wie Tätowierungen und Piercing. Und dass ich sie eventuell nicht verstehe. Bevor jemand anfängt, dich zu kritisieren, ermutige ich dich daran zu erinnern, dass es in Ordnung ist, Dinge nicht zu mögen oder gar zu verstehen. Genau. Meine liebe Kat D, da hast du mir aus dem Herzen gesprochen. Das ist genau das, was ich sagen wollte. Okay.
Dann danke ich euch alle fürs Zuschauen, fürs Mitdenken hoffentlich. Ich hoffe, ich habe alles verständlich ausgedrückt und niedergebracht. Wenn ihr das später auf meiner Webinar sehen möchtet nochmal oder anderen empfehlen möchtet, sich das anzuschauen, ich denke, dass in der Woche das auf dem Archiv im Webinar zu sehen ist. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch alles Gute, viel Gesundheit, viele Erkenntnisse, viel Spaß am Leben, viel Freude an den Mitmenschen. Euer Norbert Häuser. Bye-bye.